geht's mega dick auf halt. Du bist nicht so lange in Los Santos, oder? Nee. Also, wir haben vielleicht nur so kurz eine Vorgeschichte. Wir haben davor in Deutschland gelebt. Also, mein Bruder, der arbeitet hier bei Benny's. Ah, okay. Und genau, wir haben davor in Dresden gelebt. Waren eigentlich, also, ich habe mich so um die, soll ich sagen, um die Organisation unseres damaligen kleinen, unserer damaligen kleinen Werkstatt gekümmert. Und er war der Schrauber. Und mein Neffe war, der auch hier bei Hayes arbeitet. Der war auch mit im Unternehmen und genau. Und dann, leider Gottes, mussten wir dann umziehen, gab ein paar Probleme bezüglich eben ein paar, wie soll ich sagen, falschen Reparaturteilen, die wir bekommen haben. Und damit ist das Unternehmen dann halt auch irgendwann insolvent gegangen. Und ja, dementsprechend bin ich dann hergekommen. Also lange sind wir nicht hier, wie gesagt, eine Woche. Aber ja, man kommt doch ganz gut zurecht. Perfekt. Ja, gut, dass ihr nicht alleine seid, ne? Ja, eben. Gut, okay. So, wie bist du so im Bilde von Los Santos Meteor, also vom Team? Hast du schon was mitbekommen? Bisher noch nicht. Also ich weiß, also wenn ich mir natürlich so die, sag mal so, was ich so ein bisschen weiß, ist, dass es unterschiedliche Departements gibt. Du bist ja zum Beispiel Grafiker, so wie ich verstanden habe. Dann gibt es ja eben diese Kochshows, die es ja dann noch gibt, dann gibt es ja noch die Frau Fox, ich weiß gar nicht, was die macht, aber ich habe gesehen, die hat auch mal ab und zu was geschrieben, kann das sein? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es gibt einzelne Redakteure, aber ich kenne die leider in alle nicht. Also ich kenne im Grunde genommen nur dich und Frau Fox. Okay, ja, genau. Frau Fox, also Lara Fox, die ist auch mit in meinem Team bei den Grafikern, Ah, okay. beim Mediendesigner. Wir haben auch unseren Verlag. Redakteure haben wir zurzeit keine. Da bin ich ehrlich. Wir hatten da so ein bisschen Umstrukturierung. Hab auch gehört, der Chef wurde doch entlassen oder ist gegangen oder so, weiß ich nicht mehr. Genau, der ist gegangen. Ah. Deswegen die der Verlag von Los Santos Krass. Meteor sucht jetzt nach einem neuen Chef. Das wird auch so ein bisschen umstrukturiert, aber natürlich werden wir auch, nichtsdestotrotz, auch wenn wir keinen Chefredakteur haben hier vor Ort, Leute anstellen. Ne? Genau. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir ein paar Redakteure Das macht Sinn. haben. Also Genau. im Moment hält quasi keiner die Nachrichtenplattform, sozusagen, am Laufen. Also es gibt keine neuen Nachrichten geschrieben werden. Vom Verlag schon, aber jetzt Okay. direkt aktiv hier vor Ort nicht. Okay. Genau. Gut. Ich muss vielleicht noch eine kleine Frage, Zwischenfrage stellen. Wer designt denn die Webseite? Die Webseite haben wir, hat eine Kollegin von uns designt. Die ist jetzt in einem anderen Verlag, glaube ich, in New York oder so. Die ist jetzt weg. Und ja, ansonsten haben wir auch alle im Team ein bisschen mitgewerkelt, weil unsere Webseite ist auch ein bisschen neu. Wir Ah, hatten auch eine okay. andere, ältere. Genau, und ja. Wieso fragst du? Einfach aus dem Interesse heraus. Ich habe für sowas immer so, ich habe nicht vielleicht unbedingt immer so das perfekte Auge, also ich bin kein Grafikdesigner, aber ich glaube, was ich so ein Stück weit verstehe, ist die Responsibilität von so Seiten. Also wenn, wie denn so eine Seite am besten aufgebaut ist und vielleicht, also ich sag mal so, ich kenne mich so ein bisschen mit Redaktionen aus und ich weiß ungefähr, wie man eine Redaktion vielleicht sogar auch leiten würde. Also einfach nur, um die Perspektive aufzuzeigen, was ich noch kann. Also wenn da ja jetzt gerade händeringend gesucht wird, ich meine, klar, ich will erstmal schauen, wie die Arbeit hier, wenn das alles klappt, ist. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich das ja irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, okay. Gut. Ja. Soll ich auch von uns was erzählen? Ich weiß es nicht. Kann ich das überhaupt? Ich fange mal langsam an. Also, ach, wir machen das einfach so. Ich führe mal durch ein bisschen hier um die, hier in so einem Gebäude rum. Also, hier sind wir in unserer Chill Lounge. Ja, hier
haben wir mal Mittagspausen, wenn wir welche führen, Gespräche, wie jetzt diese Ge Bewerbungsgespräche, aber die führen wir meistens da drüben im Büro, das zeige ich dir auch gleich, von außen, weil ich keine Schlüssel habe. Genau, unsere Küchentheke, da können wir uns immer bedienen, wenn wir wollen. Und hier sind unser Arbeitsbereich mit unseren PCs und da haben wir Zugriff auf unsere Systeme. Hat hier da seinen Platz gefunden, also als wir noch ein bisschen mehr Leute waren. Genau, hier vorne ist die Chefetage. Genau, da führen wir Sehr schön, Gespräche, wichtige. Genau, sehr schön. um unser Chef. Nee, Spaß. Wollte ich gerade fragen. Genau, außerdem haben wir unten auch ein paar coole Räume, kann ich dir jetzt zeigen. Oh, da bin ich gespannt. Also Platz für Redakteure ist auf jeden Fall da. Ja, auf jeden Fall. Also, schön geräumig hier. Ist ja auch Großraumbüro. Hier links Toiletten. Also, falls du auf die Toilette musst, sag jetzt. Nee, alles gut. Okay, alles klar. Hier unser Empfangsbereich. So, hier geht es unten ins Untergeschoss. Waren wohl einige Stars auch mal unterwegs, ne? Ja, also ziemlich bekannte Menschen waren hier. Leider habe ich die verpasst, weil. Na, schade. So, hier rechts und links haben wir unsere Studios. Hier haben wir unser ja, Filmstudio, würde ich jetzt mal sagen. Der wurde jetzt zu meiner Zeit leider noch nicht so ganz benutzt. Als wir ein paar Events hatten, wurde mal benutzt. Genau, hier mit Greenscreen und so professionell natürlich. Hübsch, ja. Genau, schön aufgestockt mit Hightech-Kameras, Mikrofone, Fernseher und so. Genau. Ein bisschen staubig sind die. Ja, ein bisschen staubig. Und hier haben wir unser Tonstudio. Oh, das ist ja Ist natürlich. auch ein richtig cooler Raum. Also wenn du hier redest, man hört dich überhaupt nicht schallen oder so. Also ist auf jeden Fall ganz cool. Wir haben hier auch Sehr unsere hübsch. Instrumente und ja, diesen Raum bieten wir vor allem Künstlern und so weiter. Die können sich auch so einen Raum hier mieten und genau, Kommen da ihre viele? Oder? zurzeit auch nicht. Also Okay. ja. Ja. Das ist immer so das Schwierige, wenn man keine Redaktion hat und das keiner bewirbt, dann Genau, kommt das auch ist halt die keiner. Sache, ne? Ja, das verstehe ich. Deswegen, wenn der neue Chef kommt, so zum Beispiel, ist es schon wichtig, dass wir uns halt auch in die Öffentlichkeit zeigen, dass wir da sind, ne? Das ist halt wichtig. Genau, ja, das ist unser Tonraum. Jo. Das ist sehr schön. Also hier. Genau, und hinter dem Gebäude, also so auf dem Parkplatz da auf der Seite von Bennys. Da sind auch unsere ganzen Autos und ja, mit denen fahren wir immer dienstlich. Genau. Ja, das war's schon auch von unseren Geräumlichkeiten. Das ist Ja. hübsch, ja. Ja, auf jeden Fall gut aufgestockt. Ja. Und das ist halt nicht weit weg, also wo ich jetzt wohne. Das ist jetzt gerade was. Ich habe 5 Minuten Laufweg gehabt. Ja, perfekt. Ist ja auch zentral gelegen, ne? Ja. Das ist Auch hübsch. sehr gut. Ja. Ich würde mal noch mal unsere Kollegen erreichen. Also, Jetzt natürlich ein bisschen blöd, erhört. wenn die Hauptperson nicht da ist. Ja, das verstehe ich. Aber ich habe mir alles aufgeschrieben und dann werde ich mit dir auf jeden Fall auch Ich habe reden. gestern auch mit dir telefoniert. Deswegen. Also ich glaube, das Problem war, wir hatten nämlich eigentlich heu also heute, also wir hatten eigentlich den Termin am Freitag gehabt und dann habe ich das aber nochmal umgelegt auf heute. Ach so, okay. Ja, ich habe es, glaube ich, auch gesehen im Kalender, dass morgen ein Termin war. Ah, vielleicht hat sie das. Na, das wäre ärgerlich, ja. Weiß es leider nicht, weil mit dir habe ich vorgestern gesprochen. Okay. Ja, gut. Wird schon. Also ich habe mir das alles angehört und alles aufgeschrieben. Genau. Ja, ansonsten, ja, also falls du keine Fragen hast, ich habe bis jetzt auch keine Fragen. Oh, das ist schön. Keine Fragen sind immer gute Fragen.
Genau. Also ich werde auf jeden Fall mit meiner Kollegen und mit dem Verlag auch sprechen. Genau. Also da musst du jetzt dir keine Sorgen machen, dass du jetzt irgendwie auch von vorne anfangen musst oder so. Ah, das ist ja gut, ich erzähle das gerne nochmal. Also, aber, Okay, gut. aber ich weiß nicht, ob das wirklich so, also es kostet ja immer Zeit. Ja, eben. Also ist auch für dich ein bisschen blöd. Das ist, ja. Ja, genau. So, Nee, okay, alles sehr klar. schön. Gut, dann versuche ich mal die Kollegen zu erreichen. Falls nicht, dann morgen. Und Sehr dann gut. werden wir uns auch mit dir in Kontakt treten. Sehr gut, sehr gut. Achso, gib mir deine Nummer am besten. Ja, da können wir gleich mal Nummern tauschen, ja. Genau. Du Genau. heißt John, ne? John Salomons, ja. Schreib mir deinen Nachnamen. Salomons. 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 Okay. So, 3, 2, 3. 110 1, 1, 0. 978. 1, 7. Okay. Ruf gerade durch dann. So, John. Sehr schön, ist Okay, perfekt. angekommen. Ich bin Dominik. Dominik. Ich muss so. Mit K, mit C. Mit K. Okay. Vielleicht noch den Nachnamen einfach nur, damit ich das. Cervone. Wie? Cervone. Cervone. Mit GZ. Ich hatte einen Freund aus Polen gehabt. Das heißt doch der Rote. Ja. Du bist der Einzige, der das erkannt hat. Ah, Und ich bin schon lange hier. ja, ja. Ja, wenn man so im Priesterseminar ist, ich meine, Polen hat man dann immer wieder in England und dann, ne, Czerwone, das ist dann der typische. Ja, Chatwunder heißt einfach rot. Ja, der Rote. Ah, sehr schön. Genau. Die Mütze ist auch rot, also Cool. passt das ja. Das ist auch Zufall. Ich habe eigentlich eine orange Mütze immer an. Also, umso lustiger jetzt. Ja. Schön, 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 Cool. schön. Alles klar, Freut mich. dann hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Ja, mich ebenso. Und man hört sich auf jeden Fall. Genau. Freut mich auf. Würde mich dann auf eine Rückmeldung freuen, ja. Ja, Genau. gerne, Ich gerne. bin morgen bin ich unterwegs. Da bin ich auch auf der Fahrschule. Also, Ah, falls okay. irgendwie was sein sollte, auch morgen schlimmstenfalls. Dann viel Erfolg wünsche ich. Jo, Dankeschön. Sehr schön. Also Ich dann, begleite ja. dich zu Tür und Dankeschön. schließe ich auch mir mal ab. Ah, nee, ist glaube ich, habe ich zugemacht, ne? Ne, Ja. ist offen. Also, So, na super. dann, schönen Dann Abend und ebenso. bis die Tage. Bis die Tage. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, das ging schnell, hör mal. Und ich habe den gerade noch so ein bisschen vollgequatscht. Ich finde ihn ganz lieb. War ein ganz lieber Typ. Und, Alter, das war jetzt so lustig, weil er sagte, Cervone. Und ich nur so. Habe ich mich gerade verhört? Da habe ich nochmal, hä? Und dann habe ich halt gesagt so, ja, hier, ich habe Freunde. Also logisch für mich. Aber cool, also ich könnte mir hier echt vorstellen, weil ich bin komplett erstmal auf mich alleine gestellt. Und ich liebe es, Sachen aufzubauen. Das ist so ein Makel von mir, jetzt persönlich, ja. Also es ist wirklich ein harter Makel von mir, dass wenn ich sehe, dass irgendwo Sachen zu tun gibt, wo ich eigenständig arbeiten kann, Alter, ich setze mich dran und arbeite. Ich bin da richtig schlimm. Und, ja, ansonsten, genau, also fand ich das ganz cool. Das ist eine coole Location, ist nicht weit weg. Bezahlung müsste auch stimmen. Und ich könnte mir auch vorstellen, also auch als Redaktionsleiter da zu arbeiten, weil wenn ich alleine bin, Alter, ich kann so eine Redaktion auch führen. Ich habe Erfahrung als Redaktionsleiter in echt. Was und was jetzt? Achso, und was jetzt? Ja, und was jetzt? Gute Frage. Ich werde gleich mal Tommy anrufen. Ich werde gleich mal Dings anrufen. Ben anrufen. Heute ist wenig los. Erstaunlich wenig. Ich weiß nicht, ob. Ich weiß nicht, ob die beiden kommen. Ich werde Abu anrufen von mir aus noch. Dann würde ich dem noch auf den Sack gehen. Der wäre nämlich noch ein Fall.
Morgen haben wir Fahrschule. Es ist schon krass, dass ich morgen gleich wieder online bin, gell? Also, ich finde eine Sache, das ist nicht böse gemeint, das ist gar nicht den Spielern anzugreifen, bitte nicht falsch verstehen. Was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass man nicht alles auf einmal abhaken kann, ne? Oh. Das ist ein bisschen schade, da würde ich mich echt freuen. Aber ist auch gut so, dann hat man ein bisschen Kontinuität beim Arbeiten. Und der, also ich muss zugeben, der wird wahrscheinlich richtig gutes Zeug machen. Ich habe auch die Tendenz, also das kann ich euch auch so ein bisschen erzählen, so persönlich. Also wenn ich Redaktion höre, ich blühe da immer extrem auf. Ja, ich habe wenigstens abends keine Langeweile. Ja. Hey, ich bin langweilig. Nein, Quatsch. Also ich bin vielleicht ein bisschen langweilig, weiß ich nicht. Müsst ihr entscheiden. Aber was ich erzählen wollte, ist, was ich cool finde, ist, ich bin halt auch ein Typ und das würde ich halt hier, glaube ich, auch weiter durchziehen, dass John halt rumrennt und die Leute versucht, in die Redaktion zu hieven. Ich würde hingehen und sagen, ey, guck mal, wir suchen noch Leute, wie sieht's mit dir aus? Du bist doch klug, du kannst doch gut reden und dich könnte ich mir richtig gut in der Redaktion vorstellen. Dass ich wirklich den Leuten auf den Sack gehe. In der Hoffnung, dass ich die Redaktion ein bisschen aufstocken kann. Lustig trifft's eher. Ah, danke. Das ist so, das geht die Selle runter, weißt du, Bruder? Das geht so runter. Dankeschön, viel, sehr, sehr lieb von dir. Deswegen, also, was würde ich gerne machen noch? Ansonsten gehe ich Abo auf den Sack. Oder so. Ja, weiß Bruder, ja. Sure. Das Problem ist, würde ich jetzt mehr Leute kennen, die ich auch mag. Also die ich auch mag, also die John mag, würde auch mit den Abu Ali ist für ihn so Happy Little Coincidence, wenn ihr versteht, was ich meine. Abu Ali ist aber geil, ich mag den voll. Also wie gesagt, Abu Ali, wenn der vorbeikommt, das ist so, der freut sich halt drüber, ja. So ist cool so, ne, aber er würde ihn jetzt nicht auf den Sack gehen oder viel mit ihm Kontakt haben wollen. Oder hätte auch grundsätzlich nicht viel Kontakt mit ihm. Was meinst du mit nee, leider nicht? Entschuldige, ich. Delay und so, ich bin da ein bisschen doof. Ich merke mir nie, was ich sage. Und dann stehe ich da immer so: Hä, habe ich das wirklich gesagt? So, ja, hast du, Bruder, hast du. Gibt es hier vielleicht irgendwas? Vielleicht kann man das ja so machen. Vielleicht guckt man. Oh, da vorne sind Leute. Die geben sich da die Kante. Aber von. Das Problem ist halt. John ist jemand, der sehr funktionalistisch ist und eigentlich gar keinen Bock auf andere Leute hat, wenn er sie nicht braucht. Also deswegen, so ein Job würde dem halt mega gut tun. Weil der würde, weil er etwas. Als habe ich auch gesagt. Ja, haben wir alle vergessen. Weil wenn er etwas will von jemandem, dann, also wenn er wirklich etwas von jemandem will, dann geht er zu ihm. Und ja. Und fragt ihn dann halt auch und vögelt in ein Gespräch. Wenn er den Menschen nicht braucht, dann geht er auch nicht hin. Deswegen, der ist funktionalistisch. Und sein Bruder und mit seinem Ding kann er immer ein Trinken gehen, so weil das freundschaftlich ist. Was ich auch machen könnte, ist so die Kirchengebäude aus Los Santos oder so. Ja, also solange ich den Geburtstag von meiner Freundin nicht vergesse. Ich habe diese Probleme nie zum Glück, aber. Aber es soll diese Menschen geben.
Schöner Spaziergang. Gut. Also den Kollegen, mit dem Team könnte ich mir vorstellen zu arbeiten. Wer mich denn jetzt noch angerufen? Ah, ja, natürlich. Abo Ali. Wally, alter Drecksack. Ja, ich hab dich vermisst. Ah, der ist so gut, Alter. Oh, warte mal. Warte, die ist nicht neu, ne? Ich weiß nur, dass ich hier so eine Gewerbebestätigung. Zögern an, ihr macht. Vielleicht rufe ich beim MD an, dass er ein bisschen verrückt ist. Ey, ohne Scheiß, vielleicht machen wir das echt so. Wir verarschen wirklich Abu Ali. Wir schreiben wirklich einen Artikel über so, ja, Ziegen an die Macht und so, Ziegenliebhaber oder so. Und wir sagen so, ja, Ziegen an die Macht und so. Wir ziehen das richtig lustig auf und versuchen das so zu verpacken, dass der keine Ahnung hat, was das bedeutet. Ich könnte mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, so eine Art Porträt zu machen von den ganzen Leuten. Ja, das wird mega lustig, Alter. Das werde ich vielleicht echt machen. Also so ein Porträt, also so einzelne Personen in den Blick zu nehmen und die halt hier auf der Seite so ein bisschen zu positionieren, ne? Also zu sagen, Faces of Los Santos oder so. Ich meine, ich packe jetzt nicht, also ich habe jetzt die geilen Ideen nicht ausgepackt, aber das werden so Sachen wie, also weil John denkt nach, der wird nicht alles auspacken, wenn er angestellt ist, wenn er gut Geld verdient. Dann wird er irgendeine geile Sache machen, wo die Leute sagen, Alter, auf sowas wäre ich noch nicht gekommen. Aber sowas hätte ich zum Beispiel gemacht, dass man zum Beispiel so ein bisschen Fitness und Lifestyle zusammen, wie gesagt, zusammenbringt und dann, wie gesagt, so die Kategorie Faces of Los Santos macht und dann wirklich zu den Leuten hingeht und einfach mal so fragt, ja, was machst du, bla, wie geht's dir? Okay, wie geht's dir? Bock halt keinen, aber was machst du? Was machst du für einen Job? Wie geht es dir? Verdienst du genug Geld? Wo wohnst du? Oder so einige Sachen, so in welchem Stadtteil wohnst du? Und so ein bisschen, was macht dich aus? Wo sagst du, wo deine Stärken liegen? So ein bisschen das Porträt von den Leuten zu machen, dass, weil wenn die dann hier draufklicken, also wenn man dann sagt, ja, hier, das war so und so, hier, wir haben heute, keine Ahnung, wir haben heute Ben Solomons, so. Und im Porträt. Und dann klickt er drauf und dann sagt er, oh, guck mal, der hat über mich geschrieben. Und somit identifizieren sich die Leute mit dem Los Santos Meteor. Also so eine Aktion zu machen, wo man die Leute auch binden kann. Weil Menschen sind immer so, wenn es um die geht, dann nehmen sie es eher an. So viel dazu. Jetzt rufe ich die Hayopais an. Ansonsten wird das heute ein sehr einsamer Tag. Hallo? Boah, das lange gedauert. Hallo? Ah, ich rufe mal Tommy an. Lara Fox? Was ist denn los, Alter? Bei mir hakt die App gerade. Bei mir hakt gerade alles. Nicht so geil. Okay. Ich werde gerade mal ums Eck gehen und reloggen. Und ich muss selber allein zu Hause, das wäre mal schön. Alleine zu Hause. Naja, was heißt alleine zu Hause? Das wäre mal schön. Ich bin hier mit so vielen Leuten. Ich gehe mal ganz kurz hier quasi ums Eck. Gehe selber ums Eck. Er geht ums Eck. Er relockt gerade und wir sehen uns gleich wieder. Jo, Abfahrt.